Ja, der Opernball 2014 ist Geschichte. 5.150 Gäste waren es, genau, die einen vergnüglichen Ballabend verlebt haben in der mit 50.000 Blumen geschmückten Wiener Staatsoper. Ein paar interessante Zahlen habe ich aufgeschrieben. Drei Sattelschlepper haben unter anderem 2.300 Flaschen Mineralwasser, 900 Flaschen Wein und 2.120 Gläser Champagner angeliefert. 250 Euro hat die Eintrittskarte gekostet und Lisbeth Bischoff war für uns mittendrin im Getümmel. Es ist wie jedes Jahr. Bereits das Opernballplakat sorgt für Aufsehen, zeigt es durch eine Plastik des renommierten Künstlers Mario Dalpra aus Vorarlberg. Die Skulptur hat es ja gegeben dann. Der Hintergrund ist grau, eben schlicht. Sie ist sehr dynamisch, sehr bewegt. Also sie passt ganz gut in diese Atmosphäre. Und ich glaube, ein kleiner Kontrast ist ganz gut. Erste Station dieser Ballnacht, das Posieren auf dem roten Teppich. Und der Aufstieg über die Feststiege kann beginnen. Mount Everest ist es. So beschwerlich. Eiger Nordwand. So beschwerlich ist die Nein, Feststiege. Es ist doch herrlich. Ich habe nur schlechtes Gewissen für alle, die hinter uns stehen. Aber was kann man machen? Ausgerechnet der Herr Operndirektor persönlich sorgt für Stau auf dem Laufsteg der Eitelkeiten, sonnt er sich doch mit seinen Künstlern im Blitzlichtgewitter der Fotografen. Frau Ildikó-Raimondi, der Opernball, auch für Sie als Künstlerin etwas Besonderes? Für mich heute ganz besonders, weil ich auf diesem roten Carpet noch nie reingeschritten bin in diesem Raum. Ich habe zwar hier viermal eröffnet und ich war auf einige Opernbälle, aber immer vom Künstlereingang. Und ich bin jetzt, bin ich Debütantin. Für Gary alias DJ Ötzi ist es auch das erste Mal. Oben ohne. Bewusst. Ich lasse das ja mal wie dem anderen also auffallen. Ja. Nein, ist besser so. Also Sonja hat gemeint, das ist besser so. Ich habe eine neue Frisur. Ich habe mir gedacht, immer langes Fahrt. Und ich bin sehr happy und das kann ich jeder Dame empfehlen zum Opernball. Man erspart sich den Friseur. Der Opernball ist die Gelegenheit für große Auftritte. Das heißt Brust heraus, Bauch hinein. Es ist mir ein bisschen eng, aber ich finde, Marilyn Monroe hat auch immer ein bisschen Bauchel gehabt. Das Bauchel lassen wir rausstehen. Es geht. Ja, unbedingt finde ich, dass man mutig sein sollte. Der Körper ist ja ein Kunstwerk und er verdient sich eine kreative Gestaltung. Als ich dieses Kleid gesehen habe, das ist mir gleich in die Augen gefallen und es gefällt mir sehr. Es ist ein Kleid von Thomas Kirchgrabner, gemacht für die Lena Hoschek. Und ich finde es ganz toll. Ich habe Schuhe extra für diesen Anlass mir gekauft, die man jetzt gar nicht sieht. Genau, warum? Sind es besonders bequeme Schuhe? Nein, aber besonders auffällige Schuhe. Ich muss sie jetzt einmal zeigen, damit sie wenigstens einmal. Zur Schau stellt sich auch gerne ein Baumeisterlein. Herr Lugner, dein Wiener Walzer wird sein beim schönsten Ball der Welle. Diesmal kauft er für seinen Aufputz Kim Kardashian ein. Nur stehen, aber stehen. Can you only stay? Hi. Okay. Hi. Die erste Begegnung etwas unterkühlt, obwohl sich der Opernball als exklusiver Flirtplatz bewährt. Ich habe vor 19 Jahren meine Frau hier kennengelernt. So, das hat auch ein bisschen eine Tradition. Beim Opernball, ja. Naja, ich habe vor 20 Jahren war ich hier eingeladen und habe meinen Mann quasi kennengelernt. Und heute haben wir 20-jähriges Jubiläum und deshalb ist es für uns ganz besonders in diesem Jahr. Sie feiern morgen Hochzeitstag. Wo ist Ihr Mann? Kommt er heute zum Ball? Nein, der kommt heute nicht zum Ball. Der hat morgen um 8 Uhr in der Früh eine Pressekonferenz, Bilanzpressekonferenz und muss sich ausschlafen. Leider. Kein Liebeswalzer heute zum Hochzeitstag. Nein, ich hätte so wahnsinnig gerne und wenn ich jetzt drüber rede, dann wäre ich gleich ganz traurig, aber so ist es. Aber ich bin ja nicht allein heute hier. Ich feiere mit über 5.000 Menschen meinen Hochzeitstag. Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten, oder? Was ja heute Abend, glaube ich, so wichtig ist, ist, es wären ja eigentlich Donizetti und Mozart die wichtigsten Gäste in diesem Haus. Nur wenn ich mich umschaue, ich sehe nicht viele Gesichter, die in der Zauberflöte waren. Das ist das, für mich, das wäre für mich das Schönste an und für sich heute Abend, dass die heute Abend sich alle, so wie Richie und Bitchy wichtig machen, dass die dann vielleicht auch einmal in der Oper zu sehen sind. Zum Beispiel bei einem wunderbaren Ballett. Es kommt heuer das Bolschoi. Das wäre eine tolle Gelegenheit.